Aber das wäre auch blöd, wenn nicht. So, ich glaube, der Delon wird gar nicht verfolgt. Bloß unser Engel hier. Ich muss ihn mal ein bisschen aus der Gefahrenzone bringen, aber wie mache ich das am besten? Dahin. Ah, so geht's auch. Ah, vielleicht Runde 100 oder sowas. Ah, lassen wir den ein bisschen laufen. Ah, Shinji wird doch vielleicht mal sterben, wenn ich nicht aufpasse. Doch, wir haben ihn. Oh Gott, es ist der Pen-Pen-Roboter. So, müssen ihn bloß da mal hinlegen. Und er besitzt die 5 Lebenspunkte und die Spezialattacke Cry, weinen. Das ist doch mal toll. So, in 180 oder 81. So, da flüchtet der Engel schon und das Ding hat eine Reichweite von 1 und er kann sich ein Feld bewegen. Passt irgendwie. So. Ich weiß nur nicht, wie ich den dann platt machen soll. Ah, jetzt! Oh, jetzt kommt der Cry-Angriff. Und hat er überhaupt Schaden? Ja, 4 Schadenspunkte hat das Ding gemacht. Und Pen Pen wird vollkommen ignoriert. Oh, Pen Pen, mach dich fertig, Mann. Yeah, noch einmal. Dann ist Pen Pen Moose. Ich meine, der Engel. Pen Pen Moose. Ja, Pen Pen hat das Spiel für uns gewonnen, Leute. Das ist doch mal super. Neon Genesis Evangelion endet mit Pen Pen als Sieger über den Engel. Den letzten, oder? In diesem eigentlich ja vorletzten jetzt, aber na gut, wir wollen ja nicht Korinthen kacken. Ja, das ist Neo Tokyo 3, die Stadt, die du gerettet hast. Made with Macromedia. Ja, das war Neon Genesis Evangelion mit Nerf. War doch gar nicht so schwer. So, und jetzt wagen wir uns an die Engels. Und wir bekommen den ersten Zug. Und wir stellen natürlich gleich auf Zachiel, den Engel des Wassers. Mein Lieblingsengel neben Seruel. Die sehen irgendwie so lustig aus mit ihren komischen Vogelköpfen. Und Zachiel geht gleich zum Angriff über. Wir bekommen auch gleich den nächsten Engel. Platzieren wir schon mal. Und dann werden wir mal hier schon mal ein bisschen kaputt machen. Juhu! Sag hier, lässt Raumschiffe explodieren. Auch das. Auch kaputt. Dieser Engel kann hier seinen Nahkampfangriff machen. Der besitzt bloß eine, diese B-Wip. Also diese, wie heißen die auch nochmal, diese Peitschen, die auch gegen Shinji einsetzt. So, da kommt schon Eva 01. Lässt aber nicht lange auf sie warten. Gut, setzen wir mit Sache wieder in den Beam ein. Gut, das ist ein bisschen besser als eine B-Lanze. Lassen den ein bisschen näher kommen und da kommt auch schon Shinji an mit seinem Plasmamesser. Aufpassen. Nahkampf auf Eva 01. Gut. Und B-Lanze auf ja, Eva 00. Ziemlich robust. Und da kommt unser Panzerengel. Jetzt können wir ihn benutzen. Jetzt können wir ihn einsetzen. Muah. Kann sich diese Runde aber noch nicht bewegen. Ich muss jetzt auf Sachiel aufpassen. Ich glaube nicht, dass er das gleich überleben wird, weil der Shinji kann sich bestimmt. Wie weit kann er sich bewegen? Wie weit kann er sich denn bewegen? Ja, das geht nicht. Vermutlich, der kann sich dann nur dahin bewegen und dann hat auch keine Reichweite. Also setzen wir den Beam gegen ihn ein. Ich möchte gerne Sachiel behalten. Sachiel mag ich gerne. Ich weiß auch nicht warum. Aber bewegen wir uns erstmal unsere Panzereinheit hier. Wenn sie dann irgendwann mal hier ankommen sollte. So, Sachiel sieht der Sache ins Auge. Ein Feld zurück, dann kannst du wenigstens Fernkampf auf Eva 00 machen. Das ist jetzt ein Rückzugsgefecht. Unser Augenengel kann weiter auf Eva 00 einprügeln. 26 von 150. Laserstrahl noch nicht in Reichweite. Aber wir haben schon mal den Fischengel im Einsatz.
Yeah. Ah, ein Sachiel ist explodiert. B-Wip. Okay, Eva Dingenskirchen. Eva Dingenskirchen sage ich jetzt schon wieder. Eva 00. So. Ist auch fertig. Unsere Panzereinheit hat sie in Reichweite. Und Eva 00 ist platt. Und zum Glück konnte sie ihre N2-Bombe nicht einsetzen. Das wird uns noch zum Vorteil greifen. So, unser Fischengel kann immerhin hoffentlich... Nein, so eine UN-Einheit mit 10 Lebenspunkten platt macht natürlich nicht. Nur 8 Lebenspunkte abgezogen. Also wie gesagt, der Fischengel ist wirklich der mieseste. Wahrscheinlich hat es damit zu tun, dass er an Land ist und er nur rumzappeln kann. Das ist so ähnlich wie Carpador aus Pokémon. So muss man sich das vorstellen. So, Panzerengel auf Shinji einjubeln. Yeah. Und tatsächlich, dieser Schlangenengel hat überlebt. Kann jetzt seinen Nahkampfangriff auf Eva 01 starten. Und der Musikengel ist auch schon da. Gut, den muss nur einmal jemand treffen, damit er, ja, danke, Shinji, in zwei sich aufteilt. So, Fischengel, kannst mal hier das Ding kaputt machen. Danke, Zeit. Und der Rest von euch hier beamt auf Shinji ein. Ja, das ist, wie gesagt, Gruppenattacke muss man hier meist machen. Sonst wird das alles nix. 112 hat er nur noch. Gut. Nahkampf auf dieses Teil hier. Oh, hat er überlebt. Robust, 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 muss ich sagen. Ja, genau. So. Und dieser Beam hier geht auch wieder dahin. Wir wollen ja keine... Jetzt haben wir hier 5 Engel gegen Shinji. Und, aua. Aber der Fisch ist explodiert. Vielen Dank, Shinji. Ich konnte ihn sowieso nicht leiden. Sowieso schwach. Bullwippe. Ich bin jetzt Bullwipp. Noch 16 Lebenspunkte. Und der Magma-Engel ist da. Zeitgleich mit Asuka. Die sich auch mal blicken lässt. Shinji macht einen Rückzug und wir werden jetzt mal hier den Handangriff besitzt das Ding und Capture-Angriff. Vom Capture-Angriff weiß ich nicht genau, was das Ding macht. Anscheinend soll es den Gegner fangen und vielleicht in den Vulkan hinabziehen oder sowas. Oder wie sie das gedacht haben. Auf jeden Fall setze ich den mal gegen Shinji ein und er ist auch gleich fertig. Den Beam einsetzen und das war Eva 01. Das war's. Das war ziemlich einfach. So, Panzer geht vor. Die restlichen Engel halten sich in Bereitschaft. Oh, dieser Engel ist ziemlich flott, dieser schwächere Engel, dieser 50er Engel. Der ist ziemlich flott zu Fuß. Der andere kann sich bloß ein Feld bewegen. Das ist nicht gerade synchron. So, Magma-Engel kann sich weiter vorbewegen. Beam-Angriff auf Asuka. Dieser Beam-Angriff auf das Ding da. Oh, hat noch 20 Lebenspunkte übrig. B-Wip, ja, weg ist es. So, haben wir sonst noch irgendwas zu bewegen? Nein. Gut, das war das. Aber da kommt schon Jet Alone. Capture Asuka. Und diesen fetten Laserstrahl. So, unsere Panzereinheit hat jetzt noch 280 Lebenspunkte, hat aber keine Waffe mehr. Das heißt, das Ding ist irgendwie absolut nutzlos geworden, außer dass es Gegnerangriffe abfängt. Das ist natürlich sehr praktikabel. Aber da kommt ja auch schon Jet Alone, der kann sich dann daraus austoben. So, Beam auf Asuka. Auch nicht mehr allzu viele Lebenspunkte. Ah, da ist der Magma-Engel explodiert. Vielen Dank, der war sowieso irgendwie komisch. Gut, der Beam reicht nirgends hin. Deshalb müssen wir jetzt hier mit diesem Engel dorthin und setzen mal die Claw gegen Asuka ein. Aha. Und wir haben natürlich noch Bullwhip. Ja, und vielleicht fallen sie auf unsere Falle rein mit diesem Engel hier. Dass sie den angreifen. Und der Spinnenengel ist da. Er ist angekommen, er wurde geliefert. Platzieren wir ihn noch gleich mal. Und zwar hier. Ah, oh nein, unser Peitschenengel ist kaputt. Nein, das ist gut.